Hallo und willkommen hier zur 31. Folge City Skylines auf dem Kanal. Ja, was haben wir heute vor? Als erstes würde ich heute gerne hier die Auffahrt nochmal ändern. Da hat jemand in den Kommentaren geschrieben, das finde ich auch richtig so, dass das doch ziemlich nah ist. Das würde ich dann ein bisschen anders lösen, zeige ich euch gleich. Und ich würde gerne hier die Straße verbreitern. Weil wegen der Auffahrt, die versetzen wir so ungefähr in die Höhe hier. Und dann kümmern wir uns heute, beginnen wir damit, uns um den Flughafen zu kümmern. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein und legen auch direkt los. Als erstes verbreitern war jetzt hier mal hier die Straße. Nee, da nicht mehr. Und wir werden den hier mal abreißen und das hier werden wir auch abreißen. Dann werden wir das Ganze hier auch wegmachen. Wir werden, das hat auch derjenige in den Kommentaren geschrieben, also die Variante habe ich jetzt mir quasi nicht selber ausgedacht. Das ist von jemandem aus den Kommentaren. Wir machen das Ganze hier mal parallel zur Auto. Ne, das ist ein bisschen nah dran. So. Dann so, dann machen wir die Autobahn hier erstmal wieder dreispurig, bevor wir das vergessen. Genau, und dann machen wir das einfach wie folgt. Wir nehmen jetzt hier die Auffahrt. Die Abfahrt meine ich. Das reißen wir hier mal weg. So, nehmen jetzt hier die Abfahrt. Und bauen die hier so ran. Und das gleiche würde ich bei der Auffahrt nämlich auch machen. So, warum geht das jetzt nicht? Machen wir das einfach so. Und dann passt das so. Dann nehmen wir uns jetzt mal Move It. Genau. So. Passt. Perfekt. So, dann machen wir hier in der Mitte das Ganze natürlich wieder zweispurig. Passt das so? Jo. Und hier machen wir das Ganze auch zweispurig. Damit das dann mit dem Abbiegen doch besser funktioniert. Genau, perfekt. Und das gleiche bauen wir jetzt quasi hier drüben auch hin. Ne, dazu müssen wir die Straße hier nochmal ein kleines Stück länger machen. So. Müssen wir mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Wahrscheinlich fast, vermute ich fast nicht. Doch. Doch, kommen wir. Achso, hier ist der Park. Der muss weg. Der ist im Weg. Nee, wir nehmen einfach mal die. Sag mal, was ist denn das? Das regt mich so auf, ey. Nee, das ist auch wieder scheiße. So. Dezent steil, das machen wir so nicht. Wir setzen die hier ein Stückchen weiter weg. Industriestraße. Machen wir erstmal so. Machen wir erstmal so. Dann
Du hier rüber und ihr so ran. Oh. Das wollen wir nicht. So, dann können die hier nämlich rüberfahren. Und dann machen wir das Ganze nochmal als Abfahrt. Setzen wir das mal so um. Die Ampeln machen wir weg. Hier ist sie weg. Perfekt. Lassen wir das mal weiterlaufen und gucken mal, ob das so funktioniert. Haben Sie hier eine, was zum Rüberfahren? Genau. So, hier, das machen wir dann noch zweispurig hier wieder. Genau, dann können die hier nämlich links und die können ungestört auffahren. Genau. Ja, das ist dann hier die Brücke. Bin ich mal gespannt, inwiefern die ausgelastet wird. Aber das beobachten wir dann einfach mal. So, hier, das passt erstmal so. Ich kann ja dann hier drüben vielleicht auch nochmal rüber. Hier drüben wird ja bestimmt auch nochmal ein Industriegebiet entstehen. Aber jetzt kommen wir zum Flughafen. Als erstes. Kommt der weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt auch weg. So. Ist egal. So, gut, dann müssen wir uns jetzt mal überlegen. Ich würde das gerne wie folgt machen. Ich würde auf einer Seite hier gerne, hatte ich mir jetzt überlegt, oder wir machen es so. Frachtflughafen wird nicht so viel Platz brauchen wie der Passagierflughafen. Das lege ich jetzt einfach mal fest. Müssen wir mal gucken. Vielleicht reicht doch, müssen wir die Insel noch mal ein bisschen nach hier verbreitern oder so. Vielleicht wäre das auch noch eine Option. Wir gucken erstmal. Die Autobahn kommt von hier, genau. Ich würde dann gerne das Ganze mit zwei Kreiseln quasi beginnen. Machen wir das mal so. Das kommt weg. So, und jetzt wird es spannend, wie wir das hier an die Autobahn anbinden. Weil ich würde hier erstmal runter. Machen wir das erstmal so. So. So, und hier das Ganze dann natürlich nach unten hin. Machen wir anders. Das machen wir anders. So. Gut, dann machen wir das Mittelstück hier einspurig. So, und jetzt müssen wir das Ganze mit dem Kreisverkehr hier machen. Erstmal müssen wir hier die Richtung umkehren. Perfekt. Dann wir werden das hier aber einspurig machen. Dass das mit der Spurmathematik hier aufgeht.
So, und hier werden wir das einfach wie folgt machen. Ihr geht hier runter. So, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Müssen wir dann gucken, vielleicht können wir das dann auch. Müssen wir das dann auch ändern. Dass beim Personenverkehr nicht so viel los sein wird. Das ist nicht ganz hundertprozentig mittig, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Gut. Dann. Flughafen. Nee, anders. Wir bauen erstmal die Streckenführung. Ich würde das gerne so machen. So und so ran wieder. Ich weiß noch nicht, ob wir hier eventuell auch nochmal eine hochmachen. Das müssen wir uns dann mal noch überlegen. Aber wenn, dann wahrscheinlich nicht. Besonders knifflig wird es dann beim Frachtflughafen. So. Nee. Nicht unterirdisch. Wir wollen das hier mal erstmal wegmachen, damit nicht wieder. Soll ja nicht jede Straße an die große Hauptstraße anschließen. Ich meine, hier werden wir auch einiges an Gewerbegebieten und so hinbauen. Ein paar Büros. Ich meine, das wird dann hier das Flughafengelände, ne? So, und jetzt würde ich sogar wirklich fast hier anschließen. Aber. Aber mit einer Einbahnstraße. Also quasi, dass die von hier nur abfahren können. So. Dass die von hier nur abfahren können. Und hier machen wir es genauso, dass die von hier nur hier raus können. Hier könnt ihr nur rein. Wir müssen einfach mal gucken, ob das. Also, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht oder nicht. Könnt mir das ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und ansonsten würde ich das gerne auch einfach mal probieren, sage ich mal. So, dann können die nämlich hier, da und da raus. Hier und da rein. Weil die kommen ja von hier, dann könnten sie hier rein. Und hier könnten sie, können sie raus, genau. Und hier können sie auch raus. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Wege hin. Das Netz erstmal aus. Hier auch nochmal einen Weg hin. Hier auch nochmal einen Weg hin. So. Hier noch einen Weg hin. Hier auch nochmal einen Weg hin. Gut. So, das heißt, wir werden wahrscheinlich hier noch vergrößern müssen. Aber das ist erstmal egal. Wir machen jetzt Flughafen. Das ultramoderne machen wir es zweistöckig oder machen wir es einstöckig? Zweistöckig ist eigentlich Quatsch, wir machen es einstöckig. So.
So, nee, das wollte ich anders. Perfekt. Ampel aus. Hier ist er aus. Kriegen wir. Ah, schade, kriegen wir nur als Ganzes markiert. Nee, das wollen wir nicht. Das passt so. Jetzt könnten wir theoretisch nochmal mit Move It. Stückchen näher hier ran. So. Ach, seht ihr, ich habe vergessen noch. Es fällt mir gerade so ein. Ich wollte ja noch. Wegen Beton. Texturbeton wollte ich noch machen. Das habe ich vergessen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier auch irgendwo. Wo ist es? Flughafen, Hochbahnstation. Nee, Flughafen. Bahnhof wollen wir auch nicht. Fernbushaltestelle. Nee, ist eigentlich auch nicht. Genau, das hier ist das Ding mit. Der U-Bahn. Müssten wir mal gucken, wo wir das hinsetzen. Ich würde das sogar fast. Wartet mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wenn wir. Hier hinten soll der Frachtflughafen irgendwie hin. Dann könnte man theoretisch vielleicht das Ding hier hinsetzen. Wir bauen das mal hier weiter. So. Ja, fast in der Mitte. wenn wir jetzt sagen, wir setzen das Ding hier so hin. Ich will mal kurz wissen, wie das hier aufgebaut ist. Das ist Airport. Okay, das ist anscheinend hier draußen. Okay, und das hier ist. Ist das hier eine Airportstraße oder ist das hier eine normale? Das ist eine normale draußen eine Straße. Ja, aber das ist doch scheiße. Das wäre ja dann theoretisch so. Müsste man das ja fast so hier ranbauen irgendwie. Oder? Wir machen das hier in die Ecke. Das ist auch wieder scheiße, weil dann müsste man es so bauen. So funktioniert es nicht, dann ist es. Was ist denn, wenn wir das hier so in die Ecke bauen? Wie sieht denn das aus? Straßen nicht anzuschließen wäre scheiße. Wenn wir das so bauen. Ich will wissen, was das für Straßen sind. Ob das Flughafenstraßen sind oder ob das. Jetzt hier so baue. Ich drehe es mal um. Okay. Einmal das bitte. Nein, das sieht scheiße aus.
So, das könnten wir so machen. Dann müssten wir nur hier das Ganze noch mal ein bisschen besser hinkriegen. Ah, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann könnte man aber halt das jetzt weiter dichten, könnte man hier noch so ein Stückchen wegbauen. ...145-Grad-Winkel... fangen wir mal... so. Ich meine, den U-Bahn-Platz, den brauchen wir auf jeden Fall. Das bestreitet, glaube ich, niemand, dass hier eine U-Bahn ran muss. Dann könnte man das hier so machen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher wegen der Start- und Landebahn. Ich würde die eigentlich nämlich gerne hier hinsetzen. Das heißt, wir müssten dann nach hier verbreitern. Aber das würde ich jetzt gleich mal offscreen machen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet hier bis jetzt von der Konstruktion. Und genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.